Servus, ich bin Jürgen und ich zeige euch heute den Olympiapark in München. Gleich nach dem Jingle kann es losgehen. Bis dahin. Nach dem Englischen Garten ist der Olympiapark die zweitgrößte Grünfläche Münchens. Aber er ist weit mehr als nur ein weiterer Park. Seine Historie und seine außergewöhnliche Architektur haben über die Jahre nichts von ihrer Anziehungskraft und Bedeutung eingebüßt. Der Olympiapark entstand anlässlich der Olympischen Spiele 1972. Er sollte gerade mal 27 Jahre nach den denkwürdigen Sommerspielen in Berlin unter Hitler der Welt ein neues Deutschland zeigen. Bis zum 5. September 1972 gelang das auch. Aber an diesem denkwürdigen Tag töteten 8 palästinensische Terroristen 2 Sportler und nahmen 9 als Geiseln in ihre Gewalt. Ihre Befreiung endete in einem Blutbad, bei der ein Polizist, 5 der 8 Terroristen und alle Geiseln ums Leben kamen. Man entschied sich damals trotz oder gerade wegen der dramatischen Ereignisse die Spiele fortzusetzen. Und so verbinden die Münchner das Olympiagelände heute hauptsächlich mit Freizeit, Sport und Events. Was übrigens oft vergessen wird, München verdankt nicht nur dieses weltweit einmalige Areal, sondern auch sein modernes und dichtes Netz mit U-Bahn, S-Bahn, Bus und Tram den Olympischen Spielen von 1972. Wir beginnen unsere Tour bei den Tollwutwiesen. Dazu fahren wir mit der Tram 2021 oder mit der Tram 12 in die Dachauer Straße bis zur Station Goethe-Institut. Zuerst müssen wir durch das eher unansehnliche Gelände der Bundeswehrverwaltung, bis wir zum Schottergelände der Tollwutwiesen kommen. Wenn hier nicht gerade das Sommertollwut stattfindet, ist die Fläche keiner Rede wert. Aber wenn ihr Glück habt, findet hier gerade das 4-wöchige Sommertollwut-Festival statt. Tollwut ist mittlerweile Tradition und im Münchner Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Stellt euch Tollwut als einen riesigen Marktplatz aus Kunst, Kultur und Gastronomie vor. Bis auf die allabendlichen Konzerte weltbekannter Künstler sind die Veranstaltungen kostenfrei. Genauso übrigens wie der Zugang zum Gelände selbst. Hier findet man den Markt der Ideen, der mich mit internationalem Kunsthandwerk, kulinarischen Leckerbissen und seiner kreativen Platzgestaltung immer wieder aufs Neue begeistert. Bemerkenswert: Seit 2004 werden alle Gastronomiestände nach der EG-Öko-Verordnung zertifiziert. Tollwut ist damit der Bio-Vorreiter bei Großveranstaltungen schlechthin. Die Ost-West-Friedenskirche wurde in den 50er Jahren von Väterchen Timofej und seiner Frau Natascha im heutigen Olympiapark errichtet. Timofej Wasiljewitsch Prochorow oder Väterchen Timofej, wie ihn die Münchner nennen, ist ein russischer Eremit. Nach jahrelangen Wanderungen ließ er sich gemeinsam mit seiner Frau in München nieder und errichtete neben seiner Hütte aus altem Baumaterial und Schutt eine Kapelle. Besonders auffallend ist die mit Schokoladenpapier versilberte Decke der kleinen Kirche. Um das Gebäude zu erhalten, wurde das Olympiagelände sogar weiter nördlich als ursprünglich geplant angelegt. Väterchen Timofej starb 2004 mit rund 110 Jahren. Seine Kapelle gibt es aber heute noch und sie ist selbst während der betriebsamen Tollwuttage eine Oase der Ruhe geblieben. Der Olympiaberg ist ein Schuttberg. Entstanden zwischen 1948 und 1957 aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs. Den Aufstieg darfst du nicht verpassen. Der Olympiaberg ist mit seinen knapp 60 Metern tatsächlich einer der höchsten Erhebungen Münchens. Von hier hast du einen tollen Blick auf und in das Olympiastadion und auf die beeindruckende Zeltdacharchitektur des Olympiaparks. Bei Föhn, das sind die Alpen zum Greifen nah und die Silhouette der Stadt liegt den Bergen zu Füßen. Heute meist als Sport- und Kulturevent-Location genutzt, wurde das Stadion im Mai 1972 mit einem Fußballspiel zwischen Deutschland und der UdSSR offiziell eröffnet.
Am 26. August 1972 wurde dann hier die Eröffnung der 20. Olympischen Spiele gefeiert. Bis zum Bau der Allianz Arena trugen der FC Bayern München und mit Unterbrechungen der TSV 1860 München ihre Heimspiele hier aus. Die Architektur des Olympiastadions hat es geschafft, bis heute zeitgemäß zu wirken. Und das liegt nicht zuletzt an der gekonnten Einbettung in die Landschaft und dem 75.000 Quadratmeter großen Zeltdach. Bei einer Zeltdachführung kannst du es dir ganz aus der Nähe ansehen und die Mutigen unter euch können mit dem Flying Fox über das gesamte Stadion hinwegfliegen. Während der Olympischen Spiele war die Olympiahalle Austragungsort für die Turnwettbewerbe und die Spiele des Handballturniers. Seit dem Umbau im Jahr 2009 finden hier bis zu 15.000 Besucher Platz. Und so ist heute die Olympiahalle Münchens größte Event-Location und wird hauptsächlich für Welt- und Europameisterschaften und zahlreiche Veranstaltungen aus den Bereichen Show und Kultur genutzt. In der Olympiaschwimmhalle fanden alle olympischen Schwimm- und Sprungwettbewerbe sowie die Endspiele im Wasserball statt. Dabei konnte der US-Amerikaner Mark Spitz 7 Goldmedaillen, jeweils in Weltrekordzeit, gewinnen, was bis dahin niemand vor ihm gelang. Ein Jahr nach den Olympischen Spielen öffnete die Schwimmhalle für den öffentlichen Badebetrieb. Und noch heute finden in der Schwimmhalle deutsche Meisterschaften, Olympiaqualifikationen und das Training zahlreicher Schwimmsportler statt. Den schönsten Blick über die gesamte Isar-Metropole München habt ihr von der Aussichtsplattform des 291 Meter hohen Olympiaturms. Er beherbergt den Fernsehturm, ein Drehrestaurant und das Rockmuseum. Mit 7 Metern pro Sekunde bringen euch die Aufzüge bis auf eine Höhe von 185 Metern. Und bei guter Witterung habt ihr von hier eine Sicht bis zu den Alpen. Diesen traumhaften Blick teilt ihr übrigens mit über 43 Millionen Menschen, die bisher den Fernsehturm besucht haben. Schon mal unter Wasser gewesen und ohne nass zu werden? Im Sea Life Center im Olympiapark tauchst du im wahrsten Sinne des Wortes in eine Unterwasserwelt ein. Im Aquarium schwimmen über 4500 Tiere verschiedener Fluss- und Meeresarten. Dabei sind Zebrahaie, farbenprächtige Quallen, Anemonenfische und viele andere faszinierende Arten. Wenn du willst, kannst du übrigens bei Fütterungen zusehen, Krebse streicheln oder etwas über unser Ökosystem erfahren. Hat dir die Tour gefallen? Dann freue ich mich über ein Like. Willst du auf dem Laufenden bleiben, dann abonniere einfach den Kanal oder besser noch meinen dazugehörigen Blog deinemünchentour.de. Viel Spaß im Olympiapark!